So, meine lieben Freunde, heute informiere ich euch, was im keltischen Baumhoroskop der Ölbaum oder Olivenbaum auf den Menschen für eine Auswirkung hat. Er gehört ebenfalls zu den besonderen Bäumen und steht unter dem Begriff die Weisheit. Die Kelten bezeichneten den Ölbaum als den Baum des Friedens und der Weisheit. Er steht, wie die Eiche, ebenfalls nur für ein alleiniges Geburtsdatum, und zwar dem 23. September, was bedingt durch den kalendarischen Halbjahreswechsel im keltischen Mondkalender war. Ölbaummenschen lieben die Sonne und die Wärme, genau wie die wahre Gefühlswärme. Dann fühlen sie sich wohl und haben die Ausgeglichenheit. So sorgt er in seinem Umfeld der Familie und Freunde für Harmonie. Die an diesem Tag geborenen Menschen gelten oft als Inbegriff der weisen Mitte. Mit ihrem ersten Atemzug streben sie nach dem Begriff des Lebens. So lernen sie die Höhen und Tiefen im fortlaufenden Prozess kennen. Zu ihren positiven Eigenschaften gehören ihre enorme Stärke und Widerstandskraft in einer Beständigkeit und klarer Handlungsweise. Ihre Ziele, die sie sich einmal gesteckt haben, erreichen sie auf jeden Fall, egal wer oder was ihnen im Weg steht. Sie nehmen Rücksicht auf ihre Mitmenschen, ohne egoistisch zu sein. Allerdings nerven die Ölbaummenschen ihr Umfeld damit, dass sie kritikunfähig und pedantisch sind. Sie werden sogar auch als freud- und humorlos eingeschätzt. So wird das Verhalten der Ölbaumgeborenen oft nicht richtig erkannt und falsch bewertet, wodurch sie lange brauchen, bis sie sich öffnen können. Liebeserklärungen und emotionale Ausbrüche sind nicht ihre Sache. Haben sie den richtigen Partner gefunden, bleiben sie ihm ein Leben lang treu. Gesundheitlich ist der Ölbaummensch mit Rheuma geplagt, wo allerdings Wärme gut tut und auch hilft. Es geht weiter mit der Eberesche und bis dann, herzlichst eure Dirja.